Ja, herzlichen Dank, Frau Ruge, für die Übergabe. Ich bin sehr stolz, dass ich die Laudatio halten darf für diesen dritten Preis des Energy Efficiency Awards, der an die Endres Hauser Conducta GmbH geht. Warum bin ich stolz? Weil Endres und Hauser nachgewiesen hat, dass man signifikant Energieeffizienz wirtschaftlich durchführen kann. Was ist passiert? Vor Erweiterung der Firmenzentrale machte man sich Gedanken, wie man die Wärmeversorgung, wie man die Beleuchtung wesentlich energieeffizienter darstellen kann. Man entschied sich zum Beispiel für energieeffiziente Vorschaltgeräte bei Leuchtstofflampen. Man entschied sich für eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, was wir auch im Film gesehen haben, Frischluft-Vorwärmung, Vorkühlung, je nach Jahreszeit, Betonkernaktivierung. All diese Maßnahmen wurden ganzheitlich von dem Unternehmen eingebettet in diese Erweiterung der Firmenzentrale. Auch wichtig, ganz wichtig, man hat die Mitarbeiter mitgenommen. Man hat das Ideenmanagement mit integriert und das ist jetzt auch ein fortlaufender Prozess. Das heißt, ich erwarte, dass wir noch viele weitere spannende Verbesserungen, Innovationen sehen werden, dieses sogenannten Role Models, dieses Vorbilds für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik. Sie haben die Ergebnisse gesehen, die Endres Hauser Conducta GmbH spart pro Jahr 5,9 Gigawattstunden ein oder 2800 Tonnen CO2-Emissionen. 5,9 Gigawattstunden, das entspricht über den dicken Daumen dem Energiebedarf von etwa 300 Privathaushalten. Also das ist auch eine ganz enorme Zahl. Und aus dem Grunde haben Sie das sehr verdient. Ich beglückwünsche Sie mit mir zusammen die Conducta Hauser, die Endres Hauser Conducta GmbH für den dritten Preis des Energy Efficiency Awards 2012. Herzlichen Glückwunsch.